Deswegen bin ich explodiert. Okay, es gibt eine sogenannte Plasmawaffe. Wir haben ja jetzt gerade hier auch eine Plasmawaffe mit 60 Plasmabolzen. Klingt nice. Ich möchte mal ganz kurz wissen, wie die Dinger funktionieren. Was habe ich denn hiervon am meisten? Ich glaube, Kühlsaft müsste ich viel haben. Wir haben jetzt Plasmawaffen. Die klingen definitiv nicht nach Rebellen. In ihren Spuren folge sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Ja, aber warum? Warum ist hier plötzlich... Why? Why das... Why? Warum? Maschinenrennen? Was? Was habe ich... Ich wollte doch nur... Willkommen zurück bei Horizon Forbidden West. Wir wollten eigentlich... An der Südseite komme ich am besten hoch, wenn ich mehr von Silgas Nachricht empfangen will. Ich muss... nur einen Pfad suchen. Okay. Wir wollen nämlich eigentlich hier die Antenne... den. Welches Wesen macht das nochmal? Ich glaube die Kängurus oder die Lanzen... die... Irgendwer. Na gut, kämpfen oder ausweichen. Oh shit, ich glaube, du hast mich schon, oder? Achso, ich stehe auch hier einfach so mitten rum. Oh wow, das sind echt viele. Oh, cool. Nehme ich. Danke. Bin aber weg. Ciao. Yep. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das überlebe, wenn ich da jetzt versuche, hochzuklettern. Ah, vor allen Dingen, weil es keine... Über mir fliegt einer. Das war... So, das war die falsche Attacke. Könntest du damit aufhören? Auch nicht du! Powerschüsse for the win. Komm schon, komm schon! Du weißt nicht, wo ich bin und du... Gut, dann such mich halt. Oh, du hast mich gefunden. Power, letzter Powerschuss. Bestimmt. So, ich kann nicht scannen, weil ich gedebufft bin und das sogar noch ziemlich lange. Ja. Dann warten wir mal 20 Minuten, bis wir den richtigen Weg finden. Ich wurde schon wieder. Nee. Ich muss höher hinauf. Einen guten Platz finden, um Silgas Signal zu empfangen. So, jetzt kann ich auch wieder scannen. Aber hier ist erstmal alles von... Dein Ernst? Ich kann nicht höher zielen. Jetzt kann ich wieder nicht scannen. Ach, du Drecksvieh. Psst. Wie lächerlich. Hier geht's hoch, da. Ah. Okay. Ja, ohne Scan habe ich keine Chance, das Ziel zu sehen. Da
macht man bestimmt eine tolle Farbe draus. Okay. So. Dann wollen wir mal hier hoch. Ziemliche Kletterei. Ich muss noch höher, um Silgas Signal orten zu können. Ich bin doch schon dabei, Aloy. Da wird bestimmt eine tolle Farbe draus. Willst du jetzt ernsthaft, dass ich da rübergehe? Oh ja, du willst du tatsächlich. Du machst das schon. Wo ist mein Vogel da? Dieser Berg ist hoch. Das haben Berge manchmal so an sich. Jetzt willst du da nicht hoch, ne? Ja. Ich bin offenbar nicht allein. So, der sollte tot sein. Der hat hoffentlich noch nicht meinen Aufenthaltsort. Ne, hat er nicht. Ich kann nicht hören. Ich kann nicht höher zielen. Ich muss noch höher klettern. So, ich hole mir ganz kurz die beiden Schnäbelsche. Der ist runtergefallen. Nein, ist er nicht. Hier ist eine Kiste. Ich glaube, hier hinten war auch nochmal irgendwo eine Kiste oder sowas. Yep, da unten. Stuff. Nehme ich doch gern. Und hoch mit uns. Und höher mit uns. Seiten, hier ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Was tust du da? Danke für die Uhr. Na komm, du schaffst das. Okay, jetzt das Signal abhören. Wo ist der beste Platz? Wenn du mich so fragst, wahrscheinlich da oben. Ich sollte einen guten Platz finden, um Silgas Nachricht zu empfangen. Paul, ich bete, dass du die Nachricht. Das Signal wird stärker. Mein Fokus hat die Quelle fast lokalisiert. Es wird Zeit, den Tenakturm zu besuchen. Ist hier noch irgendeine andere Truhe außer der grünen Glanz? So. Dann schauen wir doch mal eben. Ich meine, ich kann hier runtergleiten, ja, aber eigentlich. Ich gleite mal eben hier einfach in das Gebiet, gehe dann zum nächsten Feuer und teleportiere mich hier hoch, weil. Ich glaube, jetzt direkt zu dem Ding. Weil ich will gleiten. Wo ist denn der Turm? Ist das der Turm? Ich tippe drauf, das ist tatsächlich der Turm. Ist er nicht ganz. Wir sehen sogar einen Langhals von hier aus. Da. Du hast einen Langhals, der sich sogar bewegt. Wie geil ist das denn? So, ach, hier sind noch meine süßen Vögelchen. Ich flieg mal eben einfach hier straight in
Genau, straight da rein. Aber wir wollen jetzt, wie gesagt, ich will nur ein bisschen Nebel wegkriegen. Wir werden jetzt zu dem Signal da ganz hinten gehen. Ich nehme an, doch, das ist der Turm da hinten. Oh ja, gut, werden wir sehen. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen Nebel wegbekommen. Muss ja auch mal sein. Wenn wir schon keinen Langhals bekommen, um den Nebel wegzubekommen. Ist echt nichts. Ein Hauch von nichts. Na gut. Wie das rauscht. So, was haben wir da wieder für Gegner? Haben wir Echsen? Gebt mir Echsen. Natürlich nicht. Ihr seid zu weit weg. Brüllrücken? Ich glaube, es sind Brüllrücken. Gehen kurz ein wenig in die Richtung, weil wir brauchen jetzt halt, ich will jetzt einfach ein Feuer holen, damit ich hier theoretisch wieder... Da ist das Feuer. Perfekt. 100 Meter. Echse? Natürlich keine Echse. Hier sind Nabelschweine, vielleicht Echsen. Bäm, Echse. Die sind so selten. Also, ich meine, wenn ihr euch das ganze Let's Play angeguckt habt, wisst ihr, wie selten hier irgendwie. Oder vielleicht habe ich auch einfach nicht häufig genug geguckt, aber für mich sind die selten. Seid ihr Lanzenhörner oder was seid ihr? Säure verursacht hier kaum Schaden. Oh, Langbeine. Langbeine, Verwüster und Frostbrüllrücken. Das ist, glaube ich, nur eine Blume, oder? Ist das nur eine Blume? Natürlich ist es nur eine Scheißblume. Genau. Gehen wir zum Feuer. Und teleportieren uns weg. Oh, hier ist aber. Hier ist eine Maschinenparty, ist hier. Ist noch ein Nabelschwein, aber keine Krötenechse, ne? Das ist nur ein Vogel, glaube ich. Ja, ein Geier und. Eine Taube. Gut. Speichern und weg hier. Zack, schnelle Reise. Wir wollen. Hier hin. So nah wie möglich an den Sender. Kannst du die Markierung bitte? Dankeschön. Hier, ich würde sagen, wir wissen, wo wir hin müssen. Zu Saurons Turm. Sarumans, Entschuldigung, nicht Saurons. Zu Sarumans Turm. Denkst du? Ja, musst du schon mitnehmen. Dankeschön. Das hier ist das Lager der Urukai. Das sieht echt ein bisschen weird aus hier. Ist das eine Solaranlage? Ich glaube ja. Das ist eine Solaranlage. Das ist ein großes Solarkraftwerk. Gewesen. Bist du böse? Du bist nicht böse. Du bist eine Stadt. Du bist eine Stadt. Ha.
Komm in Brennspeer. Mit dem Turm müsste ich Silgas Signal orten können. Ha. Keiner interessiert sich hier für mich? Also mich nicht, dass es mich stört, aber... Scheiße. Ihr Schweine. Den Bogen brauche ich, wenn ich den Bogen komplett hochgelevelt habe. Ha. Weil dann habe ich nämlich kein Feuer mehr. Und der hier würde mir Feuer machen. Was gliedern das noch? Oh. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Der hat Löschwasser. Und Kleber? You know what? I take this one. Ich weiß, habe ich gerade, ja, habe ich jetzt gerade was umsonst gekauft. I don't care. Wir haben genug. Wir haben genug. Scherben haben wir auf jeden Fall schon wieder drin. Mit genau so etwas habe ich auch gekämpft. So, lass mich raten. Wahrscheinlich kann ich das Ding überhaupt nicht upgraden. Das Ding würde ich natürlich gerne einfach upgraden. Ja, perfekt. Kletterkiefer, Schweifstaubwedel. Kletterkiefer? Kletterkiefer ist noch die Affen, oder? Schweifstaubwedel. Ja, ich brauche hier so. Alles klar. Ist klar. Klar. Aha. Grünglanz an. Grünglanz? Autsch. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Weil was ist, wenn ich für einen geilen Bogen später noch Grünglanzansammlung brauche? Und da brauche ich auch noch, yeah, Grünglanz. Ja. Okay, Beutel-Upgrades. Endlich. Mondfischhaut. Und Eulengabelbein, das haben wir schon. Mondfischhaut, klar. Easy zu beschaffen, ganz einfach. Man muss nur auf den Mond fliegen und da sind bestimmt Mondfische. Fragen wir doch mal die Fahrt Zenith. Outfit-Upgrades. Nö, dafür brauche ich erstmal ein neues Upgrade, neues Outfit. Vielleicht haben die hier sogar eins für mich. Gucken wir mal. Das war nicht das, was ich wollte, aber egal. Da haben wir Streitspiel. Irgendwo. Hier haben wir einen Koch. Hier kannst du deine Waffe wegstecken. Ich hab doch meine Waffe gar nicht offen. Entspannt euch mal. So, jetzt haben wir das freigeschaltet. Wer hat Lust auf eine Runde Streit? Hier ist ein Trankhändler. Hier müsste irgendwo der Outfit-Typ sein, da hinten. Und auch eine Nebenquest, natürlich, weil Nebenquests haben wir nicht genug. Es ist ja nicht so, als würden wir die gerade versuchen abzubauen. Nein, nein. Ich habe nachgedacht. Wir holen uns einfach neue. Oh, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber niedrige Gesundheit, Fernkampf, Wut, Schutz. Ich hätte gern tatsächlich die. Ja. Nee. Bin ich nicht ganz mit. Also. Nö. Muss ich gestehen, wenn ich irgendwie. Ich traue immer noch dieser Rüstung hinterher. Aber, naja. Ja, wir nehmen die natürlich kurz an, weil, also. Du wolltest mit mir sprechen? Ich heiße Sokka. Kommst du aus dem Norden? Aus Blutzeichen? Soll das ein Ort sein? Eines der Wüstendörfer. Sie schicken ihr Ascheblut, damit Vireka unsere Soldaten kennzeichnen kann. Aber die letzte Lieferung ist lange her. Zu lang. Wenn du glaubst, dass etwas passiert ist, warum schickst du nicht jemanden hin?
Das würde ich ja. Aber die Hauptstadt kämpft schon gegen Maschinen, Stürme und Wasserknappheit. Alle sind beschäftigt. Meine Gesichtsbemalung lehrt deine Feinde das Fürchten. Sieh dich um. Ach so. Da kann jetzt hier mich noch mehr bemalen. Juhu. Also einiges finde ich immer noch sehr fragwürdig. Oh, ein Ziegenbart. Ja. Danke, ich bleib. Du hast gesagt, das Dorf aus dem Norden schickt Vorräte an die Hauptstadt. Ascheblut? Ein roter Stein, den wir für die Tinte zu Staub zermahlen. Blutzeichen hat die größten Vorräte. Unsere Soldaten liefern es uns im Austausch gegen ihre Wasserration. Farbe für Wasser. Wegen des Wassers sind alle im Clan von der Wunde im Sand abhängig. Die Hauptstadt und auch das abgelegene Dorf. Aber die letzte Lieferung kam vor vielen Wochen. Wir haben kaum noch Vorräte. Und sie kaum noch Wasser. Und wo habt ihr das Wasser her? Wenn ich dort langkomme, sehe ich nach dem Dorf und nach dem Problem dort. Ich danke dir. Geh nach Norden, dorthin, wo die Wüste auf die Berge trifft. Das ist Blutzeichen. Frag dort nach Kentok oder Natika. Die wissen, was los ist. Ja, einer von den beiden ist wahrscheinlich tot. Ja, klar, nach Norden. Ja, klar, geh, begib dich nach Blutzeichen. Klar. Sicher, ich bin eigentlich nur hier, um auf den Turm zu klettern. Ist hier noch eine Nebenquest? Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Hier ist noch ein Nahkampfplatz, der mich jetzt erstmal nicht interessiert. Die Frage ist jetzt erstmal, wie komme ich auf diesen Turm? Das ist meine Aufgabe. Warum ist hier eine Truhe? Ich meine, ich beschwere mich nicht, aber... Bist du gerade vor mir? Ich muss hochklettern und Silgas Signal suchen. Aber wo fange ich an? Ich muss weiterklettern, um das Signal zu ordnen. Nur noch etwas höher. Klingt super. Wie kommen wir da jetzt? Geschafft. Was? Was für Moves? I think we got it. Danke. Nehme ich alles gern. Okay. Das war jetzt wesentlich einfacher, hier hochzukommen als gedacht. Mal sehen, ob ich Silgas Signal empfange. Stock 142 an Enduring Victory Reno. Vorratabwurfsignal Echo. Paul. Ich bete, dass du dies empfängst. Drin ist eine Nachricht für dich. Da. Ich hab die Signalquelle. Nicht allzu weit von hier. Ich muss nur hinkommen. Nicht allzu weit. Genau, ich hab dich auch lieb. Ey, lol. Wo ist denn hier das Feuer? Bin ich blind? Das war nicht meine Absicht. Alright, dann auf dorthin. Als ob ich jetzt da zu Fuß hinlaufe. Ja, Brennspeer, ich weiß, neue Quest, dankeschön. Das ist aber nicht die Quest, die ich jetzt gerade machen wollte. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ein toter Verwüster. Oh Mist, ich sehe ihn noch gar nicht. Lasst mich nochmal genau hinschauen. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist ein toter Verwüster! Mein Fokus empfängt das Signal, das Silga gefunden hat. Ich muss die Maschinen erledigen, bevor ich nach dem Ursprung suchen kann. Verwüster ist doch schon tot. Es gibt noch ein Langbein hier. Aber das war erstmal uninteressant. Wen muss ich denn noch? Du bist ein Skorpion! Need you! Aber nicht grün, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich grün brauche. Oh mein Gott.
Ich bin im Ort meiner Träume. Okay, vielleicht doch nicht. Was war das? Schwach gegen Löschwasser? Was ist denn mit dem... Genau, Sprengstoff, perfekt. Dann sprengen wir dich mal. Ja, genau, lauf halt weg. Ja, du kannst mir auch gestohlen bleiben. Geh mal weg. Erstmal meine Kröte. Chuck Waller? Ich hab Chuck Waller umgebracht. Was ist Chuck Waller? Habe ich gerade einen Super Salamander getötet oder habe ich gerade irgendwie eine neue Spezies entdeckt? Seriously, keine Ahnung, was ich da gerade getan habe. Oh, keine Munition mehr. Ein bisschen zu nah dran. Ich habe Chuck Waller getötet. Ist das ein Easter Egg oder ist das... Also, da bist du, ich ja. Hab keine Ahnung. Wie komme ich jetzt zu dir? Aber was? Ich muss mich erst um die Maschinen kümmern. Essen die Maschinen schon wieder? Ich könnte Löschwasser gegen sie einsetzen. Also jetzt habe ich hier aber den Krüttenechsenort schlecht hingefunden. Aber die, da ist wieder ein Chuck Waller. Okay, anscheinend ist Chuck Waller nicht eine Kreatur, sondern eine Spezies. Da ist wieder ein Chuck Waller. Hey, Chuck Waller! So. Hi. Bye. Wo ist mein Chuck Waller? Bisschen Overkill. Das ist ja anscheinend das Chuck Waller Paradies, muss ich mir merken. Wo bin ich hier? Irgendwo hier in dem ganzen Loch da. Und wohin muss ich jetzt? Der sagt mir ja immer nur die ganze Zeit, ah, ich hab dich gefunden, aber ich muss leider... Sag mal, wollt ihr mich irgendwie alle verarschen? Wie viele seid ihr denn hier? Kuckuck! Okay, jetzt sollte ich die Signalquelle suchen. Oh, bist du ein Chuck Waller? Chuck Waller, Waller, Bing Bong! Schade. Ich weiß nicht, ob Chuck Waller noch besondere Items haben oder ob das auch einfach nur in Anführungsstrichen Krötenechsen sind. Ja, bei Chuck Waller geben wir bis jetzt irgendwie fast immer nur Fleisch. Und die Krötenechsen geben mir auch alles andere. Hallöchen, Hüllchen. Da geht's nicht rein. Doch. Ach, normalerweise kannst du das... Gibt's noch einen Eingang? Also meistens kannst du das aufsprengen. Aufstemmen. Aber jetzt... Nee, also die... Nee, die liegen mir zu doof. Nee, den will ich nicht. Danke, Aloy, danke. Danke. Ist nett von dir. Dann versuchen wir mal irgendwie von... Ja, keine Ahnung, von woanders reinzukommen. Von... Sieht vielversprechend aus. Ach, aber hier geht, ja. Ich verstehe. Klar. Och nö. Na gut. Lass... Rein ins Wasser. Sag mir bitte, dass ich das schaffe. Ich versuch's. YOLO. You only live once. Hey, Leute, kann davon Liedchen singen. Da bist du ja. Mal sehen, was drin ist. Ja, ich hoffe wenigstens nur was Anständiges.
Ein Sender, militärische Ausrüstung und noch anderen Stuff, okay. Paul, per Fokus habe ich dich nicht erreicht. Ich hoffe, dass hier erreicht dich mit der Ausrüstung für die Stellung an der Reno-Linie. Ich wollte nur, dass du weißt, dass alle Bitterkeit verschwunden ist. Ich denke nur an die guten Dinge. Und ich denke an sie, wenn die Dunkelheit kommt. Klingt, als wäre er ihr sehr wichtig gewesen. Das wird Silga erfahren. Und der Sender darin, der die Nachricht übertragen hat, wird sie sicher interessieren. Du fällst! Oh mein Gott, ich war am Fallen. Dein Ernst? So, die Quest geben wir noch kurz ab. Machen wir mal Safe-O. Und rennen. Rennen los. Geben wir den Sender. Aloy, die Worte vom Stachel sind verstummt. Was ist passiert? Das hier hat mit deiner Anlage gesprochen. Das ist alte Weltausrüstung zur Kommunikation über weite Entfernungen. Die Nachricht wurde gestoppt, als ich sie nahm, aber ich habe die Nachricht gehört, von der die Stimme sprach. Wie lautet sie? Während eines alten Krieges wollte eine Frau einem Mann, den sie kannte, Vorräte schicken. Sie wollte ihm mitteilen, dass ihre Unstimmigkeiten nicht mehr von Bedeutung waren. Dass sie an ihn denken würde, wenn das Ende käme. Oh. Wir sind wohl irgendwie seelenverwandt. Ich wünschte, ich könnte meinen Bruder so eine Nachricht senden. Sagen, dass ich ihm vergeben habe. Das hätte er gewollt. Das weiß ich. Dieser Mann, der Alte, hat er die Nachricht je gehört? Ich glaube nicht. Tja, das ist wohl oft der Lauf der Dinge. Doch bei der Stärke dieses Geräts konnte die Senderin hoffen, dass er es gehört haben könnte. Tolle Sache, Nachrichten nach nah und fern zu schicken. Kann ich das behalten? Es ist ein Schatz. Natürlich. Danke. Manchmal erfahren Menschen nie, was sie wissen sollten. Aber mit diesem Ding kann ich sie vielleicht miteinander sprechen lassen. Und so wurde das Telefon. Den ganzen Weg von Hauptquell bis wer weiß wohin. Hey, ich habe in dem Lager noch ein paar Dinge gefunden. Vielleicht kann ich daraus etwas herstellen. Kann ich deine Werkbank benutzen? Na klar, gleich da hinten. Jederzeit, Aloy. Sie gehört dir. Ich glaube, ich weiß, was ich mit den Teilen machen kann. Weißt du? Drehdorn-Stachelwerfer? Na toll. Okay. Danke. Genau das, was ich haben wollte. Ja. Okay. Ja, ich sag mal so, wir haben jetzt hier, wir können den... Wir haben den Speer eh nicht mehr, oder? Nee, wir haben den Speer eh schon nicht mehr dabei. Aufs Ausprobieren. Ja. Du freust dich aufs Ausprobieren, das ist schön für dich, weil du wirst nicht dazu kommen, ihn auszuprobieren, weil der ist gerade nicht bei uns. Okay. Das war's mit dem Part. Ich sage bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.